Jetzt nehmen wir das Stechschuss. Das ist ein normales Level und letztes Mal haben wir auch ein normales Level gespielt, Yaveleri Store, das Juwelengeschäft. Und jetzt machen wir, keine Ahnung, Lagerhaus. Ich weiß nicht, was es auf sich hat, aber auf jeden Fall sind da Regale und ein Tisch. Ich denke schon, da sind illegale Substanzen am Werk. Wir sind gespannt. Nun ja, das ist das letzte Update und ja. Loading. Ein Loading. Ein Loading ist, wenn. Ja, wie soll ich sagen? Etwas aus der Ferne in die Nähe geholt wird. Also hier beim Beispiel Game wird ein Level aus der Tiefe des Netzes rausgesogen und es auf den Computer übertragen. Also auf den Bildschirm. So würde ich das sagen. Das klingt so absurd, aber. Nun ja. Oh, es geht schon los. So. Ah ja, und man sieht an der Flagge, wir sind in Amerika. Das ist ein schönes Haus. Und wir sind in einer kleinen Stadt. Und wir brauchen eine halbe Million. Es ist wieder Nacht. Wir haben immer die Flashlight. Die beschützt uns nicht vor Einbrechern. Was völliger Quatsch ist, weil wir sind ja selber der Einbrecher oder die Einbrecherin oder alles, was das Wissen ist und alles, was und. Ja, so würde ich es formulieren. Wir können durchs Fenster. Schöne Trasse. Hier sitze ich gerne. Und da ist so ein Belüftungsschacht oder was ist das? Jedenfalls, es ist angeschlossen. Es kann es auch nicht rausziehen. Schade. Kann ich da zum Nachbarshaus irgendwie rüberflüchten, geht nicht. Unsichtbare Barriere. Das geht nicht. Das ist verboten. Das dürfen sie nicht. Aber was nicht verboten ist, wir steigen durchs Fenster. Oder nicht?
Hier gibt es mehrere Türen. Welche Tür ist die richtige? Ich wette, die ist abgeschlossen. Genau die. Nein, die ist oben. Oh, oben, oben. Open, open. Ah, ich hatte doch recht, das ist irgendwie im Lager. Aber wie noch da rein? Hä? Das ist gleichzeitig ein Lager und gleichzeitig ist das normales Haus oder was? Was hat es auf sich mit diesem Haus? Wir steigen durchs Fenster. Das ist total beste Möglichkeit, die man haben kann. Wir können den tollen Sekt klauen. Aber zuerst warten wir, bis dass da jemand kommt und uns abholt. Obwohl abholen auch ein bisschen sarkastisch gemeint ist. Oh. Dreht er seine Runden? Was ist in der Toilette? Hä? Tickpilz? Das sind die sogenannten Toilettendrogen. Und hier ist das der Spiel einfach schmutzig. Komm, wir steigen ins Bad und ja. Eigentlich wollte ich in die Toilette steigen, weil ich mega Angst habe. Warte, kann ich die Schubladen öffnen? Darauf wäre es noch nicht gekommen. Was? Liebe Kinder, was ihr hier seht, oh. Was ihr hier seht, das, ja, das ist Zucker. Das kann man essen. Oder auch nicht. Vergiss es einfach. Also hier ist das Treppenhaus. Oh, nee, ich will nichts sagen. Ach, das soll ein normales Level sein. Viel Spaß noch. Und das ist anscheinend das Wohnzimmer. Und hier ist das Bad. Also unsere Methode mit dem Fenster, die war schon gut. Aber noch nicht ausgereift. Ja, diese Tür kann nur zum Lager führen. Ich glaube, der geht die Strecke bis zum Lager und dann dreht er sich um. Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
finde auch die Sektflaschen klauen, aber das bringt natürlich keine halbe Million. Das merkt man sofort in diesem Spiel, dass es nicht so einfach ist. Was man richtig gebräuchten könnte, wäre eine Supergranate und alles sind. Sowas braucht man. Ich hoffe, hier kommt er nicht. So. Was sind das Unterwüsse? Ach. Hä? Wieso kann ich das Handy nicht klauen? Ich will das Handy klauen. Geht nicht. Ist bestimmt beschädigt. Das nimmt der Dieb nicht gerne. Beschädigte. Oh. Hallo, hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Beschädigte Dinge nimmt er nicht so gerne. Oder wir machen YOLO. Einfach reinstürmen. Neuartige Methode. Alter, wie viele Türen? Ich werde mit die mit dir, da kommt noch einer, weil wenn hier so alles rund läuft, kommt er einfach um die sowas herum und macht seine Patrouille. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Oder einer läuft die ganze Zeit ums Haus herum. Also durchs Haus herum. Hä, ist das ein Schlüssel da? Ich hoffe, hier kommt keiner. Nee, das ist ein Schlüssel. Ja, wieso existiert ein Haus überhaupt hier? Das ergibt doch keinen Sinn. Hier ist niemand.
Wie ist solch ein Level überhaupt mit Mark? Weil das irgendwie frustrierend ist, alles von neu zu beginnen. Wir wissen zumal, hier ist ein Schlüssel. Also wenn niemand hier reinkommt, ich schwöre, wie wissen die das? Ist die KI eigentlich schlauer geworden? Frage ich mich jetzt. Oh, Taschenrechner, das hat mir was gebracht. Notebook. Nee. Fensterflucht. Immer wieder gerne. Vielleicht gibt es auch einen Dachbeutel. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So, da liegt auch ein Taschenrechner. Nee, warte. Die kann man gar nicht mitnehmen. Ich dachte schon, die kann man mitnehmen. Laptop aber kann man mitnehmen und das Ding hier nicht. Wie gesagt, Beschädigte nimmt er nicht gerne an. Das hasst er förmlich, wenn etwas kaputt ist. Das verkauft er nicht gerne. So. Hier ist eine Schere, das ist eine super Waffe. Oh. Das wollte ich gar nicht.
Der läuft Patrouille, man sieht es. Shit. Oh, was ich eigentlich gar nicht sagen, aber... Hä? Das ist der leere Wandschrank, von dem ich mal gesprochen habe. Dass man sich hier im Schrank versteckt. Interessant. Oh. Ja, da fährt die KI schneller. Vielleicht gibt es ja gar keine Tausendwächter, nur eine Person. Ein Genius. Wie war das? Und das Kinderzimmer. Was? Habe ich da richtig gesehen? Liegt eine Knarre im Kinderbett? That's logical. Das ist logisch. Aber das war ja auch zu erwarten, Eve, vom Spiel, dass da eine Knarre ist. Das war von Kinderschimmer. Ich habe eine bessere Idee.
Wir schießen ihn unter dem Tisch, also wir sind unter dem Tisch und erschießen den von dort. Richtig schlaue Idee. Ich bin gespannt. Schlag schon mal sicherheitshalber nach, dann läuft das. Ist das nur eine Person? Können wir das hier aus beurteilen? Es wäre so witzig, wenn das nur eine Person wäre. Dann macht das Lager überhaupt keinen Sinn. So. Von mir aus. Der hat eigentlich gar keine Zorns Mischung mir zu entkommen. Ja. Wie es aussieht, ist es ja nur eine Person. Oder im Lager sind noch ein paar. Ich frage mich, ob die Waffen jeweils in anderen Räumen sind. Oder dass es immer im Kinderzimmer ist. Ist es so wichtig, wenn das immer so wäre. Oder jetzt kommt die Polizei oder so. Leute, wie viel sind das? Jetzt haben wir gute Chancen, dass wir das überleben.
Null. Warte, da ist noch einer. Null. Der eine ist. Alter, der eine ist im Tisch. Ich hoffe, da kommt keine Polizei oder so. Das wär auch noch viel süß. Alter. Locker FSK ab 18. Wir warten noch. Thank you.